hochkompliziertes Stück Musiktheater, in dem sich sowohl der Komponist als auch der Textautor sehr in Wirklichkeit wahnsinnig schwierige Aufgaben gestellt haben. Zum Beispiel Gespräche in Musik umzusetzen, die Gespräche wie in der Wirklichkeit, wo Menschen gleichzeitig reden und nicht brav hintereinander, wie in den meisten Opern, die ich kenne. Der Lieblingstakt von Richard Strauss in dem Stück, würde ich jetzt mal sagen, ist der Dreivierteltakt und im Ganzen dirigiert. Und er schafft es also, unfassbare rhythmische Kombinationen darunter zu bringen, die oft miteinander in verschiedensten Instrumentengruppen verzahnt sind und die es alle gilt auszuhören, auszuarbeiten, damit immer jeder weiß, nicht nur was er selber spielen muss, sondern was auch der andere spielt. Und das macht das Stück schwierig. Man wird aber auch unglaublich belohnt durch diese unfassbaren Schönheiten der Partitur. Wenn ich nur zum Beispiel an die Rosenüberreichung denke oder auch an das große Schlussterzett oder Schlussduett, das ist, die Schönheit ist fast nicht zu ertragen, wie er das gemacht hat. Wir haben uns nicht bemüht, eine ganz bestimmte Zeitebene genau zu zeichnen. Im Gegenteil, wir haben gesagt, es ist eine so, die Elemente sind so vielschichtig, es sind so viele Elemente da, es ist so viel Historisches drin, aber es ist sehr viel Modernes drin. Es ist die erotische Befreiung der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert ist ganz stark drin. Es sind Gefühle drin, die vollkommen zeitlos und heutig und modern sind. Und es ist historisierendes Material drin, aber auch gebrochen und auch ironisch. Eine ziemlich wilde und fantastische Figur. Und trotzdem hat man manchmal fast das Gefühl, das ist ja wie ein griechischer Satyr oder wie eine archaische Figur, die einfach das Ganze irgendwie Ungehemmte und in gewisser Weise sogar auch Lächerliche der Sexualität verkörpert. Und das macht ihn komischerweise eben nicht nur zum Gegenspieler der anderen Figuren, sondern es macht ihn eigentlich auch zu einem Prüfstein der anderen Figuren, also die an ihm ihre Qualitäten und manchmal auch ihre Schwächen zeigen. Angelegte Szenen, in der die ganze Zeit irgendwie einfach wie in einem Gespräch. Ne? Wenn wir miteinander reden, sagt der eine was und darauf gibt es wieder eine Reaktion, dann kommt wieder eine neue Reaktion und so ist das eigentlich auch in dem Stück. Also es ist richtig Action auf der Bühne. Man fällt von einer Szene in die nächste.